Das heißt, die legt ihr euch auf die Stirn und schaut durch die Lücke durch. Die Lücke ist so dicht oder sollte so dicht sein, dass da keine Faust durchkommt. Das heißt, wenn der Sascha hier einmal durchboxen würde oder wollen würde, ja, kommt er nicht durch. Ja? Das wär wichtig. Ja? Komm, 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 jawohl, mit der anderen, komm, komm, jawohl, komm, komm. So, und jetzt schaut mal her, was meine Grundhaltung ist. Ich gehe nach vorne, ich neige mich nach vorne, ich mache einen leichten Buckel. Meine Stirn geht runter, ich bleibe nicht gerade stehen. Ja, das ist nämlich wie beim Verkehrsunfall. Knick. Ja, so halte ich einfach zu wenig Spannung im Nacken. Ja, wenn ich mich nach vorne neige, generiere ich viel mehr Spannung, um dem Schlag entgegenwirken zu können. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Dadurch werde ich nicht so hart getroffen. Ja, und ich bereite mich einfach viel besser darauf vor. So, und ganz easy, ihr fangt erstmal mit Tippen an. Ja, also, eins, zwei, oder? Ein Schlag. Hey, das ist schön. Und bleib natürlich stehen. Jetzt nicht auf der Schläge, ich weiche zurück. Das könnt ihr nämlich mit einem Schlag erstmal reinkriegen. Ja? So. Und dann 1, 2, jawohl. So. Und jetzt 1, 2 folgen lassen. Ja? Das heißt, er schlägt jetzt auch mit einer 1, 2 Kombi zurück. Auf die Deckung. Hey, hey, jetzt schon. Hey, hey, ja. Schon ordentlich. Ihr könnt ruhig ein bisschen lockerer arbeiten, aber dann später könnt ihr euch da so ein bisschen reinsteigern. Ich sagte immer so ein bisschen, da schmunzeln gleich alle wieder, reingeilen. Ja, weil das so vom Gefühl her, ich fokussiere ganz anders. Ja, das heißt, ich bin dann voll im Moment drin und ich nehme das nicht als Schmerz wahr, sondern einfach nur als Druck und ich versuche natürlich so gut wie es geht wegzublocken. Ja, eins, zwei, so. Nächste Aktion ist der Konter. Ja, und der ist wieder sehr wichtig. Nicht, dass wir einfach stehen bleiben nach unserer Aktion hier. Ey, ey, jo, bleiben stehen und lassen uns dann verhauen dann quasi hier. Und dass er hier weiter schlägt, sondern wir kontern direkt auf. Ja? Das heißt, du hältst jetzt 1-2, schlägst 1-2 und hältst wieder 1-2. 1-2, ja? Ja? Und das hier ist erstmal für die Distanz und um das Feeling reinzubekommen, um das Gefühl reinzubekommen, wann hört er auf zu schlagen und wann kann ich kommen. Ja? Im Kampf ist es meistens so, dass die meisten Leute maximal Dreier-, Vierer-Kombinationen schlagen. Ja? Einzelne Doppelhände, Dreier-, maximal Vierer-Kombinationen, Fünfer-, Sechser, ist eher selten der Fall. Ja? Und je länger die Runden gehen, ja, desto weniger Schläge bringen sie in einer Kombination. Das muss man wissen und das muss man, so baut man so ein bisschen das Gefühl dafür auf, oh alles klar, wann geht er zurück, wann lässt er nach. Ja? 1, 2, block, block, 1, 2, genau. Und wir gehen nicht zurück, sondern wir gucken. Wir gucken ihn uns an, ja, während er schlägt. Wupp, 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 wupp. Yes, sir. Wupp, 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 wupp. Ja, und so sind wir immer in unserer langen Schlagdistanz. Gut. Dann sind wir hingegangen und haben die Distanz jetzt verkürzt. Ja? Und zwar schlägt der Alex jetzt, nachdem ich geboxt habe, eine gerade und dann einen Haken nach seiner Wahl. Das heißt, beziehungsweise nicht ganz nach seiner Wahl, wenn er links die gerade schlägt, kommt rechts der Haken, wenn er rechts die gerade schlägt, kommt links der Haken. Später könnt ihr das machen, wie ihr wollt, da könnt ihr auch mit beiden Händen arbeiten, ja? Aber um das Gefühl erstmal zu erarbeiten, ja? Ist es wichtig, Step by Step zu arbeiten. Ja? Weil wenn was auf einmal nicht klappt, ja? Ah fuck, und dann hört man ja auf. Ja? Nee,
macht lieber Step by Step und steigert euch langsam rein. Ja, jetzt die Aktion, pass auf. 1, 2, du schlägst eine gerade, und dann kommt da der Haken und meine Deckung slidet hoch. Ja? Die andere Hand bleibt am Kopf. Das, was man am Anfang meistens falsch macht, ist, man slidet mit beiden Händen, weil man zu viel Respekt, ich würde Angst hat, ja, getroffen zu werden. Ui, gehen beide Hände hoch und dann ist der Körper komplett frei. Ja? Oder beide gehen runter, ui, dann ist der Kopf frei. Ihr müsst lernen, hier unabhängig voneinander zu sliden. Ja? Und jetzt nochmal hier, 1, 2, wupp, wupp, ja? Und gucken. Ja? Würde ich jetzt nicht gucken, würde ich einfach so stehen bleiben. Und dann wird er mit dem Haken quasi hinter der Deckung ans Ohr gehen. Ja? Und der andere, ey, oh. Ja, und dann geht's schnell rum. Ja? So, und dafür auch ein Gefühl entwickeln. Ja? Wie ist das Movement? Wie ist die Bewegung vom Partner? Upp, wie schlägt der? Ja? Wie bewegt sich der Oberkörper? Und dann macht man automatisch die Deckung hoch. Ja? Das macht dann euer Körper für euch. Aber ihr müsst ihn erstmal anlernen. Ja? So, ah. Upp, 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 upp. Und dann bin ich wieder bereit. Ja? Upp, upp. Der muss dann schon von alleine reagieren können, ja, auf diesen visuellen Effekt, der da stattfindet. Und that's it. So sah das Training aus, ja, über mehrere Runden natürlich und durchgezogen. So, danke. Ich hoffe, euch gefällt's und
bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.